Gott ist in der Tiefe deines Herzens. Kommentar zum Vers 266 im Vivekachudamani. Shankara schreibt: Brahman, die höchste, wahre, non-duale Wirklichkeit, verschieden vom Sichtbaren und Unsichtbaren, liegt in der Tiefe deines Intellekts. Für denjenigen, der in dieser Höhle als Brahman lebt, gibt es keine Wiedergeburt. Param, die höchste Wirklichkeit, Satya, Asti, ist wo? In Guhayam. Sie ist in der Höhle, in der Tiefe von dir. In der Höhle des Intellekts, Buddhi. Und sie ist verschieden, Vilakshana, vom Manifesten, von dem Seienden, dem Sat, und auch vom Unmanifesten, Asat. Tadatmana, dieser Atman, ist Advitiyam, unermesslich, ohne Gleichen. Und wer Yat Atra hier, Vaset, verweilt, in dieser Höhle, Guhayam, Puna, Napuna, wird nicht noch einmal Tasya wiedergeboren. In diesem Sinne, geh in die Tiefe deines Selbst. Es gibt mehrere Möglichkeiten, das Selbst zu erfahren. Du kannst dein Bewusstsein ausdehnen und in die Unendlichkeit gehen. Eine Möglichkeit. Du kannst so sagen, ich bin überall. Eine zweite Möglichkeit ist, du gehst ganz tief nach innen, in Guha, in die Höhle deines Herzens. Und vielleicht magst du das jetzt tun. Vielleicht magst du sogar die Augen schließen, aber wenn du gerade unterwegs bist, lässt du vielleicht die Augen öffnen. Dann gehst du mindestens mit einem Teil deines Wesens in die Tiefe von dir. Ganz tief in dir. Da ist das Selbst. Körper macht seine Erfahrungen, geh tief in die Mitte. Psyche macht ihre Erfahrung, geh ganz tief nach innen. Ganz tief im Inneren gibt es keine Schmerzen, keine Gedanken, keine Wahrnehmungen, kein Tun. Ganz tief im Inneren bleibst du immer gleich. Mache das am heutigen Tag oder am morgigen Tag immer wieder. Geh immer tief nach innen, in das, was bleibt und jenseits ist, von allen Sinneswahrnehmungen, Gedanken, Emotionen und so weiter. Tauche ein in die innere Stille, in die innere Höhlung, das, was immer ist.